Löten muss jetzt nichts mehr. Jetzt kann ich mir den Lötkolben ausstecken. Ich muss mir jetzt die Solarzelle noch so herrichten, dass ich sie anbicken kann. Dazu verwende ich ein doppelseitiges Klebeband. Und auf der anderen Seite kann ich es natürlich nicht so drüber bicken. Da nehme ich mir zwei kurze. Und spätestens wenn man jetzt schaut, dann wird man merken, die Kabel sind immer noch dicker, als wie das Klebeband hoch ist. Bleibt mir nichts erspart. Ich muss eine zweite Lage drüber tun. So, da. Na, dann biegen wir es an. Jetzt kann ich die Schutzfolie wegtun. Jetzt greife ich da wahrscheinlich nicht mehr drauf. Nächster Schritt. Da brauchen wir wieder die Bohrmaschine. Ich muss jetzt das da anschreiben. Starten wir. Wenn ich das mit dem Bleistift schon so drüber fahre, dann sieht man genau, wo ich da diese kleinen Körnungen gemacht habe. Jetzt brauche ich wieder die Bohrmaschine. Das mache ich jetzt gleich mit der freien Hand, weil da bei dem dünnen Plastik, da macht es nichts, wenn es ein bisschen schief reingeht. Aber nicht vergessen, gerade einschalten und nicht schneller. Und wenn wir sauber gearbeitet haben und das so drüber halten, dann sehen wir direkt unter die Löcher die Bohrungen. Und das schreibe ich jetzt gleich an. Fest. Und wenn wir da auch genau gearbeitet haben, dann sehen wir, dass die Köpfe von den Schrauben genau in die beiden Löcher reinpassen. Und wir sehen da die Bohrungen direkt unter die Löcher. Das können wir so anschreiben.